Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Das dritte Video heute an der Zahl, was ich raushaue. Das aktuelle Event der Void Walker, was noch nicht mal 24 Stunden aktiv ist, gibt Grund zum Anlass, einiges an Videos rauszuhauen. Ich möchte euch heute meiner Meinung nach das beste Squad vorstellen, was sich eignet, um erfolgreich im Armed and Dangerous Modus zu sein. Einfach um erfolgreich zu sein, um zu überleben und auch zu gewinnen, weil in diesem Modus, das ist wirklich ein Modus für Hardcore-Zocker, wer das Video von heute Morgen gesehen hat, wo ich eine kleine Analyse über das gesamte Event bringe und ein bisschen über diesen Spielmodus rede, der weiß, dass der Spielmodus das ganz schön in sich hat und es gar nicht so einfach ist, das zu gewinnen. Ich verlinke euch gerne das Video nochmal. Es gibt einige Sachen, die ihr wissen solltet zu diesem Modus. Ich würde sagen, fangen wir jetzt direkt mal an mit meiner Meinung, welches Squad sich dafür am besten eignet. Und damit kommen wir direkt gleich zur ersten Legende, die ich meiner Meinung nach finde, die wichtigste von meiner Seite her. Und zwar ist das Watson. Ihr wisst, ich sage die ein oder anderen Fakten jetzt von dem Event bzw. von dem Modus einfach mal. Ihr wisst, ihr findet wirklich nur weiße Rüstung. Es gibt keine bessere Rüstung. Es gibt selten Schildzellen zu finden, dafür aber mehr Heilung. Deswegen mein Tipp, es gibt aber Granaten. Das ist der nächste Punkt. Deswegen mein Tipp, dadurch, dass wir wirklich sehr wenig Heilung bzw. Schildzellen findet, mit Watson an eurer Seite könnt ihr immer, wenn ihr einen ultimativen Beschleuniger findet oder allgemein ihre ultimative Fähigkeit aktiv ist oder fertig geladen ist, könnt ihr eure Schildzellen heilen und es hält euch natürlich davon ab, Granaten vor den Latz zu bekommen. Und deswegen finde ich, ist das eine super Sache. Man kann sich mit ihr natürlich auch in irgendwelchen Häusern vercampen. Natürlich bin ich immer kein Freund vom Campen, aber hier und da wird man vielleicht mal ein bisschen hart von zwei Squads rangenommen, weil es wirklich nur mit Shotguns und mit Snipern ist man halt unterwegs und da kann es auch mal sein, dass man ein bisschen gesandwiched wird. Dann muss man sich vielleicht mal in einem Haus verbarrikadieren, haut sich sein Ulti raus, wird nicht von Granaten penetriert. Und kommen wir gleich zur nächsten Legende. Das ist meiner Meinung nach Lifeline in Kombination. Einfacher Grund. A, eben, ihr findet zwar mehr Heilung als Schildzellen, aber Lifeline kann euer Team deutlich schneller heilen. Watson kann dabei unterstützen, euch schützen mit den ultimativen Fähigkeiten, dass ihr keine Granaten beim Heilen abbekommt. Vor allen Dingen ganz wichtig, dadurch, dass man wirklich sehr, sehr häufig von Snipern von der Ferne vielleicht penetriert wird und ihr vielleicht gerade einen Teammate habt, der draufgegangen ist, mitten auf dem Feld. Wenn ihr Glück habt, pusht ihr mit Lifeline so weit hin. Ihr wisst ja, ihr könnt mit Lifeline A schneller euren Gegner wieder, euer Teammate wieder aufheben. Und wenn ihr während des Heilens oder des Aufhebens des Teammates in die Richtung schaut, wo die Schüsse herkommen oder wo der Gegner ist, stellt ihr quasi in diese Richtung auch dieses Schutzschild und die Gegner können euch so nicht treffen. Natürlich, wie gesagt, in Verbindung mit dem Watson Ulti ist das die perfekte Kombination, um schwer getroffen zu werden. Ihr müsst aber wirklich aufpassen, dass ihr bei Lifeline, wenn ihr den Gegner, warum sage ich immer Gegner, natürlich den Teammate, wenn ihr den natürlich hochhelfen wollt, ihr müsst echt gucken, dass ihr die richtige Blickrichtung habt, ansonsten schaut das Schild in die falsche Richtung und natürlich allgemein heilt Lifeline schneller, das ist klar, das habe ich glaube ich schon erwähnt und wenn ihr Schildzellen habt, heilt natürlich auch das schneller. So, und ich finde die dritte Legende, das ist jetzt eher Geschmackssache, aber ich finde zum Beispiel der Gibraltar eignet sich als dritte Legende auch sehr, sehr gut alleine, weil er als taktische Fähigkeit das Schild hat, was er hinschmeißen kann. Auch eine super Kombination, wenn vielleicht der Ulti von Watson gerade nicht voll ist. Dann schmeißt ihr einfach, wenn das Dumme passiert und ein Teammate ist down, schmeißt ihr das Schild zum Teammate. Lifeline kann schnell heilen. Ihr könnt euch dann da verpissen. Oder ihr schmeißt einfach das Schutzschild von Gibraltar. Wenn ihr gepusht werdet, schmeißt ihr vielleicht ein Ulti von Gibraltar raus. Haut den Airstrike raus. Die Gegner kriegen eine vor den Latz. Werden verlangsamt vielleicht, wenn ihr Glück habt. Und ihr könnt die Gegner pushen. Das ist meiner Meinung nach eigentlich das geilste Squad, was man mitunter mitnehmen kann. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Zusammenstellung meines Squads haltet. Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall das perfekte Squad ist, um relativ erfolgreich in Armed und Dangerous Modus zu sein. Der Modus ist aber wirklich meiner Meinung nach eher für die Hardcore-Zocker, denn es ist wirklich so Shotgun und Sniper.
Only. Schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine bessere Idee habt für ein gutes Zusammenspiel von Legenden für diesen Modus. Das soll es von mir gewesen sein. Wollt ihr mehr Informations-, Tipps und Tricks, Videos und so weiter über Apex Legends haben, Livestreams, seid ihr bei mir richtig. Lasst also einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Das war das dritte und letzte Video für diesen Mittwoch. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.